Als nächsten Redner darf ich bei uns begrüßen Hamze Bücsücsi. Er ist Mitbegründer des Bündnisses für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas und Vorsitzender Roma Tuer e.V. Herzlich willkommen, Hamze. Vielen, vielen Dank. Berlin, das hier ist ein Zeichen in der Geschichte. Macht mal Lärm für Berlin, bitte. Ich hab hier die Zukunft mitgebracht. Also, erstmal wollte ich einen ganz herzlichen Dank an Frau Trautwein sagen. Ich kann mich Ihren Worten nur anschließen. Frau Trautwein ist Mitglied im Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas. Für alle anderen, die auch noch Mitglied im Bündnis werden wollen, ihr seid ganz herzlich eingeladen. Macht mal Lärm für Frau Trautwein. Okay, keine Sorge, das hier wird jetzt kein Antiziganismus-Workshop. Ich glaube, dazu reicht mir auch die Zeit nicht, sonst wird mir der Stecker gezogen. Ich versuche aber trotzdem so ein bisschen was über Sinti und Roma zu erzählen. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon wisst. Ich fange vielleicht erstmal bei mir selber an. Ich bin in der wunderschönen Stadt Prizren geboren. Das hat mal zu Jugoslawien gehört. Jugoslawien gibt es nicht mehr. Dann wurde es zu Serbien. Serbien hat sich dann irgendwie abgespalten. Dann wurde es zum Kosovo und so weiter und so fort. Und jetzt ist es scheinbar ein sicheres Herkunftsland. Ich nehme dieses Ding mal raus, weil... So, ich glaube, das ist besser so. Okay, was ich sagen wollte ist, dass Kosovo scheinbar für ein paar, also für die Mehrheitsgesellschaft im Kosovo sicher ist, aber nicht für Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und der Minderheit der Roma angehören. Ich wollte auch nur ganz kurz sagen, diese paar Sachen, das würde ich mir extrem wünschen, dass ihr wisst, was es bedeutet, der größten Minderheit Europas anzugehören. Sinti und Roma sind mit 12 bis 15 Millionen die größte Minderheit in Europa. Und die sind fast 1000 Jahre in Europa und werden immer noch als die Fremden wahrgenommen. Pfui, genau. Diese Menschen, Sinti und Roma, leben in Deutschland schon seit mindestens 600 Jahren. Und die wurden trotzdem im Zweiten Weltkrieg ermordet von den Faschisten, und zwar eine halbe Million von ihnen. Okay, keine Sorge. Ich mache jetzt hier nicht diese Opfergeschichte, sondern es geht darum, dass ich diesen Enkelkindern, den Faschisten, keinen Gefallen tun will damit. Es geht aber darum, dass ich den Vorrednern, deren Onkel was sagen will. Ja, Sinti und Roma, denn kümmert's, wenn es in ihrem Land regnet und nicht nur, wenn es im Görlitzer Park ist, wo irgendwelche Obdachlosen angeblich bunten oder egal wo sie herkommen. Ja, auch Sinti und Roma werden nass. Das wollte ich Ihnen mal klarstellen. Aber bevor ich jetzt diese Bühne verlasse, will ich, dass wir gemeinsam dieses, was ich frage, es ist eine ganz blöde Frage, ich will aber, dass ihr klar und deutlich antwortet. Ich will euch wirklich fragen, ist das das Land der Täter? Nein, es ist unser Land. Ich will, dass wir das nochmal machen. Und bitte, diesmal etwas lauter, klar und deutlich. Ist das Land der Täter? Nein, das ist unser Land. Okay, das war gut, aber ich glaube, wir können das lauter. Das geht jetzt an alle Flüchtlinge, an alle Geduldeten, an alle, die in prekären Situationen sind. Nochmal ganz laut. Ist das Land der Täter? Nein, das ist unser Land! Nochmal, ich will, dass wir es bis nach Brandenburg hören. Ist das Land der Täter? Nein, das ist unser Land! Nochmal, ist das Land der Täter? Nein, das ist unser Land! Nochmal, ist das Land der Täter? Nein, es ist unser Land! Zum Schluss nochmal.